Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder seit langem die Insta-Box für dich und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diese Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Tatsächlich ist es so, dass ich die Insta-Box ja schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gezeigt habe und irgendwie hatte ich einfach Bock, sie mal wieder zu abonnieren. Also ja, jetzt stelle ich euch die vor, die erscheint viermal im Jahr, also alle drei Monate. Ey, hier ist voll die Stubenflieger am Start. Und die kostet ab 27,95 pro Box. Und wir haben hier Beauty-Produkte, Lifestyle-Produkte und ein bisschen Food auch manchmal mit drin enthalten. Und jetzt gab es auch gerade so einen Deal, dass man quasi zusätzlich zu der Summer-Box, also zu der aktuellen, auch die Frühlingsvariante mit dazu bekommt. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Und ich würde sagen, hier sind Timestamps drin, da könnt ihr weiterhüpfen, falls euch jetzt das Unboxing zum Beispiel von der Spring-Variante nicht interessiert. Wir schauen jetzt einfach mal zusammen hinein. Also es ist immer eine schöne große Box und ich finde sie auch sehr interessant. Es ist ja inspiriert von dem Insta-Magazin. Damals gab es das irgendwie noch als E-Paper-Ausgabe auch mit dabei. Mal gucken, ob das noch immer der Fall ist. Wir haben immer Seidenpapier und Klebi am Start, was ich jetzt zur Seite geräumt habe. Kein Duft. Und das ist jetzt, wie gesagt, die Spring Edition. Da sind die Produkte aufgeführt. Damals war das noch so, dass keine Preise mit drin standen. Das ist auch nach wie vor so. Das heißt, da kann ich dann so ein bisschen suchen. Genau, und jetzt zu dem Frühlingserwachen werde ich euch mal nicht den Flyer vorlesen. Da gehen wir jetzt ein bisschen zügiger durch. Da schauen wir mal, was hier so drin ist. Dreams Will Come True habe ich hier als erstes drin. Von Jo & Judy x Kamuschka. Okay, das ist eine, eine Marke aus Münster. Ich war letztens mit meiner Mama in Münster shoppen. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier entfernt von uns. Und das ist ein Notizblock. Ja, finde ich ganz gut. Sowas verwende ich halt ständig. Dementsprechend ist es etwas, was ich auch behalten werde. Dann habe ich hier drin enthalten von Marc Jacobs eine Handcream. Ja, die hatte ich jetzt auch schon öfters mal auch in Adventskalendern drin. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Das hier wird dann wahrscheinlich eher weiter wandern. Eine Handcreme kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Also ich bin Fan davon, muss ich sagen. Von Q&A habe ich Zink PCA, ein Gesichtsserum. Zink PCA fördert die Hauterneuerung und minimiert die Porengröße, verbessert die Feuchtigkeitsversorgung und Elastizität der Haut. 30 Milliliter. Hört sich ganz gut an. Ich verwende ja super gerne zum Beispiel auch den Anti-Pickel-Booster von Beauty Mates, weil ich auch die Kooperation habe und den dort auch kennenlernen durfte. Da ist auch Zink mit drin enthalten und das ist auch wirklich super, wenn man dann Unreinheiten hat. Ich habe zum Beispiel jetzt auch meine Erdbeerwoche, da kommt dann der ein oder andere Ausbruch. Hier ist, glaube ich, ist es Mückenstich, ist es Pickel? Manchmal weiß man das nicht so genau. Dann mache ich einfach vorsichtshalber abends so ein bisschen von dem Anti-Pickel-Booster drauf und der regelt das schon. Ne? Das heißt, der ist jetzt heute hier gekommen, der wird heute Nacht bekämpft. Genau, deswegen Zink finde ich ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Da ich aber, wie gesagt, das Produkt von Beauty Mates kenne, liebe und gerne verwende, wird das wahrscheinlich weiter wandern. Auch hier drin haben wir einen Kaffee. Ich meine, dass wir den letztens auch in einer dieser Metacrew-Boxen drin hatten oder ich hatte den in einer Foodbox drin. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Metacrew ist ja hier InStyle, Barbara, Brigitte, Pinkbox, die gehören ja alle zusammen. Und Beans and Brothers Friends, Filterkaffee mild mit zarter Kirschnote. Hört sich wirklich, wirklich lecker an. 250 Gramm sind hier drin. Ich persönlich werde das aber weitergeben, weil wir haben eine Bohnenmaschine, die halt die Bohnen mahlt. Und da haben wir kein Pulverfach mehr drin. Das hatten wir damals bei der ehemaligen, also bei der anderen Maschine gehabt. Aber die ist mittlerweile nicht mehr, schon seit einem Jahr oder so. Und dass wir da mal Filterkaffee aufkochen, machen wir ungefähr nie. Dann habe ich hier von Taft mit Gliss ein Frizz Away Anti-Frizz und Entwirrungsserum. Das wird behalten, das finde ich interessant. Style and Repair, 75 Milliliter. Mache ich mir einfach nach der Haarwäsche rein. Jetzt habt ihr Puck die Stubenfliege gesehen, ne? Der ist ja richtig abgegangen wie ein Zäpfchen. Und ja, das wird auf jeden Fall dann verwendet. Finde ich interessant, dass Taft und Gliss sich zusammengetan haben, weil eigentlich sind das doch Konkurrenten, oder? Schon witzig. Dann habe ich hier was drin enthalten, was von der Eigenmarke von Beauty Love kommt. Beauty Love gehört auch zu Metacrew. Naturkosmetik, Hyaluron, Koffein und Hanföl, Augenpflege straffend. Hört sich super an, aber auch da bin ich tatsächlich mit meinem Augenlifting Booster von Beauty Mates ganz gut ausgestattet und auch dem Koffein Wake Up Booster. Dementsprechend wird das auch weiter wandern, aber ansonsten würde ich das definitiv behalten, weil Hyaluron ist super für die Augen. Koffein ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also es ist schon ein schönes Produkt.
Dann habe ich hier von Syos ein Produkt drin. Und zwar ist das in hellbraun, eine Augenbrauenfarbe. An und für sich schön, aber wo nicht wirklich viel ist, kannst du nicht viel färben. Also das meiste, was man bei mir auch immer sieht, ist ja dann quasi mit dem Stift entsprechend aufgezeichnet. Deswegen ist das nicht unbedingt was für mich. Hellbraun wäre jetzt tatsächlich eine Farbe, wo ich sage, das könnte man auf jeden Fall mal bei mir anwenden, aber das ist halt, nee, zu wenig vorhanden. Ne? Von Rodial habe ich hier einen Banana Lowlighter. Ja. Das ist ein Concealer im Prinzip, 1,6 ml. Den habe ich auch schon mal irgendwo drin gehabt, Adventskalender oder als Goodie oder so. Ne? Das heißt, den brauche ich jetzt kein zweites Mal. Tatsächlich auch in genau dieser Farbnuance Banana. Den gibt es auch in anderen Farben, kann man zum Beispiel auch bei Look Fantastic auf der Homepage kaufen. Ne? Ist auch ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt und wäre hier eigentlich auch so ein bisschen mein persönliches Highlight gewesen, weil Rodial ist sehr, sehr hochwertig, hochpreisig und dekorative Kosmetik feiere ich sowieso sehr. Dann habe ich hier noch von Sophie Rosenberg ein Produkt drin enthalten. Das ist eine Wimpernzange und ich habe eine von Catrice, die ich einfach absolut feier, weil die halt so Zacken auch mit drin hat, die Wimpern dann auch richtig greift. Das ist halt eine klassische, ne? Aber die wird halt dann aus genannten Gründen auch nicht bleiben. Catrice hatte einfach echt ein gutes Moped im Repertoire. Apropos Catrice, da habe ich hier in der Farbe Shine Bomb 050 einen Lippy. Den müsste ich aber auch schon selber da haben, glaube ich. Nee, Rosy Overdose ist die Farbe. Schaut so aus. Ist, glaube ich, auch ein neues Produkt aus dem neuen Sortiment. Und sehr, sehr schön, sehr, sehr tragbar, definitiv. Deswegen finde ich das gut, dass das mit drin ist, weil das jetzt nicht irgendwie wie jetzt hier zum Beispiel ein Orange oder sowas ist, was man jetzt nicht zu jedem Anlass tragen kann. Und das letzte Produkt der Springbox ist hier von Schwarzkopf Fiber Clinics Tribond Hydrate Technology Shampoo. Das wird bleiben, 50 ml, sowas finde ich ja ganz cool. Ein hydratisierendes Shampoo, ne, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ja, sowas mag ich. Also alles in allem wäre jetzt aus dieser Box gar nicht so viel bei mir geblieben. Ich hätte sie aber als positive Box jetzt, sage ich mal, bewertet, weil man hier einfach auch Produkte drin hat, die an und für sich gut sind, wenn man nicht schon irgendwie so viel halt hat. Ne? Das ist eben die Sache. So, und jetzt kommen wir mal zum Hauptteil des Videos und zwar zur Sommerbox. Denn da bin ich jetzt mal super gespannt drauf. Es ist sackenwarm draußen, also richtig bullewarm. Und schauen wir mal, wie wir uns jetzt im Sommer ein bisschen pflegen oder stylen dürfen und so. Ne? Schaut einmal so aus. Kein Duft ist hier drin. Mache ich mal den Klebi auf. Das reißt sich immer auseinander. Ne? Und dann haben wir hier die Summer Edition. Also das ist ein wirklich, wirklich schönes Magazin. Mein Blick ist gerade auch nach rechts geschweift und ich habe da sehr schöne Produkte drin gesehen. Und jetzt schauen wir zuallererst. Ach, guck mal, drei Ausgaben in Style E-Paper geschenkt hat man definitiv jetzt auch immer noch mit dabei. Das ist cool, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Willkommen im Sommer 2023. In den Händen halten Sie das ultimative Starter-Paket dafür. Sie haben noch keinen Sommerduft? Dann finden Sie hier Beach Bliss von Faint, der wunderbar frisch einen Hauch Meeresbrise mit pudrig-blumigen Noten vereint. Ein Tag am Meer oder direkt mehrere geplant? Die 8 Mini-Haarspangen von Six bieten. Achso, hier wird richtig gespoilert. Das ist doch blöd. Ich dachte, hier kommt mal so ein bisschen Vibe rein. Naja, dann, ich lese das nicht alles vor. Ne? Wenn jemand jetzt Summer Ready ist, dann Sie, genießen Sie die heißen Tage und magischen Nächte in vollen Zügen. Ja, von der Sophie Grützner, Chefredakteurin InStyle. Also, Summer Ready, ja, das passt auf jeden Fall. Oh, ich sehe hier wirklich viele dekorative Kosmetikprodukte direkt am Anfang. Ja, hier kriegst du auch noch einen Rabatt für die InStyle als Abo. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Als erstes habe ich hier von Freiöl das Figuröl. Das wird bleiben. Verwende ich irre gerne. Hier haben wir drin 60 ml. Verwende ich auch, wenn ich halt nicht mehr schwanger bin jetzt. Ne, das habe ich auch vorher schon verwendet an meinen Oberschenkeln, Innenseiten, Außenseiten. Das macht einfach bei mir richtig viel Schönes. Verwende ich abends nach dem Duschen, kann ich wirklich empfehlen. Reduziert Zellulite, das weiß man nicht. Was ich halt aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass wenn ich mir halt entsprechend Öle auf meine Oberschenkel, also von Knie bis Hüfte halt auftrage, ne, dass ich da wahrgenommen habe, dass meine Tigerstreifen, Wachstumsstreifen, Dehnungsfugen, wie auch immer, verblasster wurden und dass die Haut etwas ausgeglichener wurde. Weil das
sind ja halt Streifen, die entstanden sind, weil die Haut nicht hinterherkam, als ich so schnell gewachsen bin. Und dann ist die Haut ja gerissen. Und an den Stellen, wo sie halt super dünn geworden ist, sind diese lila Streifen entstanden. Und ich habe in meiner Jugend dann oder in meiner jungen Erwachsenenphase und so echt Komplexe gehabt und habe dann irgendwann auch angefangen, sie intensiv zu pflegen. Und mittlerweile sind sie sehr schön verblasst. Die Haut ist auch wirklich schön angeglichen. Keiner, der es nicht weiß, sieht's. Nur ich weiß es halt so und sehe es dann auch. Aber nicht mal mein Freund, der mit mir 17,5 Jahre zusammen ist, kriegt das so irgendwie, ne? Also, der sagt immer, hä, wie, du hast sowas? Quatsch, du hast das doch gar nicht. Hier haben wir den Duft, der angeteasert wurde. Und das finde ich richtig cool. Das ist nämlich 15 ml. Das ist ein wirklich schön großes Produkt. Und da bin ich gespannt auf den Duft. Ein Eau de Parfum, das bekommt man bei Ava & May. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon der Duft ist, den ich schon unten habe. Nee, der sieht anders aus. Ich habe nämlich im Adventskalender auch einen drin gehabt. Aber ich glaube nicht, dass es Beach Bliss war. Den möchte ich mal riechen. Vielleicht auf mir drauf. Hi. Nee, das ist nicht der aus dem Adventskalender. Oh, der riecht richtig schön. Wirklich nach Sommerhaut. Ich weiß nicht, ob ihr den Duft kennt. Jeder nimmt den ja auch irgendwie so ein bisschen anders wahr, ne? Aber wenn man halt sich so mit einer Sonnencreme eingecremt hat und ein bisschen auch Deo oder wie auch immer benutzt hat und dann an seiner Haut riecht, nachdem die Sonne dann auch richtig drauf geschienen hat, hat das ja auch einen ganz besonderen Duft. Und ich finde, das hier hat auch ein bisschen was von Dove-Seife mit dabei. Also frisch gewaschene Sommerhaut. Ich finde, das riecht wirklich, wirklich gut. Also das ja, werde ich auch mal mit nach unten nehmen. Hat auch einen Hauch von Haarspray mit dabei, finde ich. Ganz interessant. Ja, also der kommt auf jeden Fall mal in meine Parfumsammlung. Die ersten beiden Produkte aus der Box bleiben direkt. Das finde ich schön. Dann gehe ich mal zum nächsten weiter. Biosense, Squalan und Zink. Wir sind wieder bei Zink am Start. Das ist ein Sunscreen Broad Spectrum SPF 30. Das ist ein bisschen wenig leider. 20 ml habe ich hier drin enthalten. Also an und für sich ist es sehr, 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 sehr gut, dass wir hier Lichtschutzfaktor mit drin haben. Ich verwende das hier dann auf jeden Fall an meinem Körper, weil in meinem Gesicht verwende ich 50er, immer. Und da mache ich auch wirklich keine Ausnahmen mehr. Da gab es jetzt leider auch letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres einen Fall bei uns in der Familie, wo jemand tatsächlich die Sonnenschäden sehr, sehr intensiv zu spüren bekommen hat, ne? Um das mal so zu sagen. Und ja, deswegen immer Lichtschutzfaktor. Das empfehle ich auch immer mehr meinen Leuten in der Familie und gebe denen auch immer wieder was mit. Und wenn die hier sind und sich nur so einen kleinen Dutz drauf machen, dann sage ich, nein, du musst mehr nehmen. Dann bin ich schon sehr, sehr, sehr hart mit, ne? Ja, genau. Und ja, das ist halt so ein kleines Typchen, eigentlich halt fürs Gesicht gedacht, aber ich möchte definitiv 50. Ja, aber für die Handtasche, für den Körper ist es vielleicht für zwischendurch unterwegs mal eine gute Sache. Dann habe ich hier was drin von ULAC, Kissproof Liquid Matte. Das ist nicht so ganz meine Welt. Indie Kiss ist die Farbe. Das hört sich erstmal soweit so nett an, ne? Und das macht auch wirklich Sinn, aber ich bin halt eher so das Glossy-Mädchen oder so. Jetzt gerade habe ich hier von Catrice aus der Limited Edition Wild Escape den C01 drauf. Und ja, das passt natürlich jetzt auch zum Augenlook, weil ich habe eben das Wild Escape Video geschminkt und auch zu dem Schmuck und witzigerweise auch zu meinen Nägeln, ne? Ja, aber ich bin halt wirklich kein Fan von diesen Liquid Lipsticks, obwohl die Farbe wirklich auch wieder schön ist und eine tragbare Farbe, ne? Also da werden sich die Leute, die Liquid Lipstick tragen, drüber freuen, dass das Produkt hier drin enthalten ist, denke ich mal. Das fühlt sich auch schön schwer an. Das mag ich, aber wie gesagt, nicht für mich. Sehr, sehr, sehr cool. Hier habe ich auch noch Salt House Anti-Pickel Akut Eisgel, Soforthilfe mit Cooling-Effekt. Eigentlich ist diese Box ja mehr so, dass sie sich an die erwachseneren Frauen richtet, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Man wird gesiezt und hat hier einfach auch mehr so Anti-Faltenprodukte und so drin. Aber trotzdem haben wir hier auch noch sowas mit dabei, weil auch wenn du, so wie ich, 34 bist, dann hast du ja auch wohl mal Pickel, ne? Also da musst du nicht in der Pubertät für sein. Deswegen kommt das ja ganz gut. Anti-Pickel Akut Eisgel, genau. Habe ich eben schon vorgelesen. Mit Salicylsäure, da bitte aufpassen, meine lieben, lieben, lieben Leute. Salicylsäure im Sommer nur abends. Genauso wie Fruchtsäure, AHA und BHA. Das alles Video angucken, definitiv, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Weil die Sonneneinstrahlung halt jetzt so ist, dass die Haut da einfach viel zu geschädigt von werden würde. Und das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Haut pflegen und lieb haben. Und das ist dann, wie gesagt, ein Produkt mit 15 ml, was man abends verwenden sollte. Hier steht mehrmals täglich, bis der Pickel verschwunden ist.
tu dir was Gutes und verwende es nicht über Tag, wenn die Sonne scheint, sondern nur abends. Ne? Wichtig. Wie gesagt, ich habe meinen Anti-Pickel-Booster, da bin ich sehr zufrieden mit. Dann geht die Party weiter mit Galactic. Witzig, ein Blush haben wir hier drin. Hatte ich eben auch schon gesehen, da gibt es verschiedene Varianten wohl auch hier in der Box. Und ich habe so ein Duo Florence. Ja, das ist halt immer eine ganz interessante Sache. Bei den Boxen hast du manchmal halt auch Sachen drin, so Marken, die man so gar nicht kennt. Das ist ein matter Blush. Ich würde jetzt durch beide gleichzeitig durchgehen, ne? Ja, vielleicht für außen eher so mehr in das Dunkle rein, für innen mehr in das Peachige rein. Aber das ist, sieht schön aus, kommt dann auf jeden Fall in meine möchte ich noch ausprobieren Schublade. Schublade ist gut, das ist dieser komplette Turm hier im Prinzip. Aber sortiert, immerhin. Dann habe ich hier auch angeteasert ja schon gehabt, diese Spänkchen, die mich einfach absolut an meine Teenagerzeit erinnern. Wart ihr damals auch so? Habt ihr euch auch so fancy Frisuren gemacht? Das war damals so in den 2000ern, ne, dass man sich diese Spänkchen hier so überall hingemacht hat, um die Haare aus dem Gesicht zu nehmen. Ich hatte die in allen bunten Farben, fand ich großartig. Oder dass man sich hier hinten so ein Dutt gedreht hat und das dann komplett einmal so festgesteckt hat mit diesen Klemmerchen. Oder ich habe einen Zopf gemacht, habe die Haare hochgeklappt, habe das, was hier oben war, mit den Spangen festgeklappt. Und den Rest der Haare so runterfallen lassen. Das waren meine Frisuren damals, Leute, ne? Wollt ihr ein Tutorial dazu haben, wie ich damals meine Frisuren gemacht habe in den 2000ern? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oh mein Gott, ja. Es ist schon witzig. Es ist schon eine Kindheitserinnerung. Und ich glaube, nein, das macht keinen Sinn. Aber mal gucken, mal gucken. Ich habe da gerade nämlich was in Planung in Bezug auf Kindheitserinnerungen. Dann habe ich hier ein Produkt, was auch sehr schön im Sommer ist. Sanssouci Baden-Baden, das Thermal Spray Energy. Das ist etwas Schönes, was man nehmen kann, so um die Beine abzukühlen. Was ich hier oben auch super mir hinstellen kann. Weil das ist halt wirklich im Prinzip Wasser in der Flasche. Aber halt gutes Wasser, ne? Und das ist nicht so klebrig. Ich hatte hier eine ganze Zeit auch ein Aloe-Spray irgendwie stehen, aber das hat geklebt, Leute. Das war nicht so cool. Aber das hier ist, glaube ich, ganz cool, ne? Und das kommt halt raus wie so ein Sprühdeo. Das ist echt nice. Gut. Passt, passt, passt. Dann habe ich hier Oriental Bloom, eine Cremedusche von Betty Barclay. 75 Milliliter. Mhm. Die hatten wir die nicht sogar im Adventskalender von der Pinkbox oder so drin? Keine Ahnung, Leute. So viele Adventskalender ja immer ausgepackt, ne? Dies Jahr werden es mehr, weil ich zwischenzeitlich kein Kind bekomme. Kann ich richtig Vollgas geben. Es riecht aber sehr angenehm. Ist eher so frisch, ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es orientalisch riecht irgendwie. Mal gucken. Werde ich wahrscheinlich mal dann auch ausprobieren. Dann habe ich hier von Seventh Heaven endlich mal nicht eine Peel-Off-Maske drin. Sehr gut. Und zwar haben wir hier Nutriactive Vitamin C Brightening Capsule Sheet Mask. Das soll weichzeichnen und liften. Ja, also glätten, ne? Das ist eine Tuchmaske, 7 Minuten. Die werde ich doch mal ausprobieren. Das finde ich gut, weil sonst, ne, Seventh Heaven hat immer diese Peel-Off-Sachen drin, wo ich immer sage, sensible Haut, gar nicht gut geeignet für mich und vor allem reiße ich mir damit alle Härchen raus und das tut einfach weh. Und Vitamin C ist ein aufhellender Inhaltsstoff. Klar, das hält deine Pickelmale auf, das hält deine Pigmentflecken auf. Vitamin C verträgt sich übrigens richtig gut mit Lichtschutzfaktor, also das sind ganz, ganz tolle Buddies, ne? So, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich noch was drin, das dürfte dann das letzte Produkt sein. Ja, und das ist ein Food-Produkt. Tomatenzauber, den kennt man doch auch, oder? Ein Finisher für genial gewürzte Tomaten. Würzen und fertig. Ruckzuck lecker. Natürlich genießen. Wie heißt der Mensch nochmal? Weiß ich nicht. Hergestellt und abgefüllt für Louis Diaz GmbH? Nee, aber wie heißt denn der Mensch? Ist es nicht dieser Koch? Nee, das ist der Louis Diaz. Aber ich dachte, das wäre dieser Koch, dieser Fernsehkoch, der ja auch quasi diese Dinner-Geschichten gemacht hat. Dinner-Dates, wie heißt das? First Dates oder sowas? Keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall dann für irgendwas mit Tomate. Okay, gönn dir deine Portion. La Dolce Vita, unser Tomatenzauberfinisher. Verfeinert Pizza, Pasta und Tomatensoßen im Handumdrehen. Mit herrlichem Würzkick von Knoblauch und Chili. Erlebe mediterrane Kräuterpower von Basilikum, Oregano, Thymian und Rosmarin. Zitronenmelisse, Lemon,
Myrtle und edles Fleur de Sel sorgen fürs Sommerfeeling. Ein Gedicht auch auf Bruschetta und Tomate Mozzarella. Buon Appetito. Schöne Sache. Ich habe halt super viele Sachen von Just Spices. Da habe ich auch den Code Just Claudi. Wenn ihr da bestellt, bekommt ihr auch noch ein gratis Gewürz mit dazu. Ne? Ja. Deswegen wird das wahrscheinlich auch weiter wandern, weil da bin ich echt gut ausgestattet. Aber diese Box fand ich richtig gut. Mein persönliches Highlight ist definitiv das Parfum, kann ich nicht anders sagen. Und wir hatten eine schöne Mischung hier drin. Wir hatten relativ viel dekorative Kosmetik mit dabei, aber auch schöne Pflege. Alles irgendwie schon passend für den Sommer. Das ist gut gewählt. Also da bin ich jetzt gerade sehr, sehr froh drüber, dass ich jetzt auch das Abo wieder aufgenommen habe. Ne? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so cool fandet an der Insta-Box, was ihr vielleicht nicht so cool fandet. Können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir verschiedene Sachen um mich herum. Kannst gerne mal vorbeischauen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.